Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ich begrüße euch alle recht herzlich auf den billigen Plätzen hier. Willkommen, willkommen, Leute. Ich habe heute auf Instagram eine Abstimmung gemacht, beziehungsweise einen Post gepostet. Schaut gerne nochmal vorbei auf Instagram. Ich werde da erst einmal auf jedes Kommentar antworten. Und ich habe gleichzeitig gefragt, yo Leute, ich habe jetzt 1, 2, 3 Tage vielleicht nicht so viel hochgeladen, weil ich ein bisschen krank war. Aber ich habe wieder Bock durchzuziehen, schreibt mir rein, was ich mir ansehen soll. Und dann hat jemand geschrieben, schau dir von Sly doch mal Illusionist an. Und da ist mir eingefallen, ich habe den ja noch gar nicht gehört, Alter. Deswegen nochmal dicke Sorry an Sly. Ich weiß nicht, ob dieser Contest noch läuft. Sly hat bei so einem Contest mitgemacht, wo man streamen muss. Streamt ihre Sachen, streamt diesen Song, Illusionist, Dauerschleife, nachts auf Spotify. Macht das bitte. Es ist wichtig, tatsächlich. Und ich hatte vorher mit ihr abgeschnackt, ey, was würdet ihr mehr bringen, wenn ich jetzt schon auf die Audio eine Reaction mache oder wenn ich auf das Musikvideo warte? Und dann meinte sie, yo, ich glaube, Musikvideo wäre cooler, dann hat das einen guten Start. Ich habe es einfach verpasst, Alter, weil es zur Weihnachtszeit rauskam. Ich habe es völlig verpennt, eine Reaction zu machen aufs Musikvideo. Ich habe den Song extra noch nicht gehört. Bedeutet, sorry, erstmal dich, Sly. Ich hoffe, das Voting ist noch. Ansonsten, Leute, bin ich jetzt sehr gespannt auf Sly V mit Illusionist. Produziert bei Juicy. Keine Ahnung, Mann. Juicy. Juese. Leute, Beat Producer, ey. Bitte holt euch vernünftige Namen. Ich danke euch. Jetzt schon mal ein Like geben, Freunde. Und natürlich, ich klappe es nur auf, um zu wissen, dass das Video wieder von dem ehrenwerten Jan Schulze, Kuss geht auf dich hinaus, ja, gemacht worden ist. Master bei Alexander Kellner, der Ehrenkellner. Helping Hand, Arthur Lichtenwald ist auch meine Helping Hand. Die helfende Hand, natürlich, kennt man. Und dann würde ich sagen, Freunde, hören wir rein bei Illusionist. Ich habe schon gehört von Sly, dass es da eine Unterwasserszene gibt, wo ich sehr gespannt war. Auf mehreren Ebenen. Spaß beiseite, Freunde, wir hören rein. Ich bin echt gespannt. Let's go. Habe ich HD eingestellt? Ist gerade ein bisschen. Nee, habe ich nicht. Natürlich nicht. So. Bin am Lächeln wie Mona Lisa, das Glück am Berechnen wie Pokerspieler. Doch sitz wieder mal da ohne Ziel oder Plan, hör auf das, was der Kritiker sagt. Leute, ich hab die Stimme ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Hab die Stimme ein bisschen vermisst. Und ich wollte auch noch mal kurz ansprechen, ich liebe diesen Kamerastil von Jan Schulze. Wie er immer so, das haben sie ganz oft, die beiden in den Musikvideos. Jan Schulze bewegt die Kamera so und Sly bewegt sich genau entgegengesetzt. Dadurch kommt so eine geile Dynamik zusammen mit dem Musikvideo. Schwer zu erklären. Bin am Lächeln wie Mona Lisa. Aber es ist so schön. Doch sitz wieder mal da und oh, guter Beat. Auf das, was der Kritiker sagt. Es sind Tage vergangen, ich bring keine einzelne Phrase zustande. Eine Nacht, ein Track, der mich schachmatt setzt, denn ich bin als mein eigener Sklave gefangen. Geile Betonung, Alter. Mir ist auch aufgefallen, Phrase ist so ein Wort, was nur Sly gefühlt benutzt. Phrase. Stande, eine Nacht, ein Track, der mich schachmatt setzt, denn ich bin als mein eigener Sklave gefangen. Fühl mich wie niemals bereit, verspiel meine Zeit. Ich folge dem Pfad der Gedanken, gar keinen Plan, wo er anfängt. Dreh mich schon wieder im Kreis, wieder im Kreis. Klar, bei mir läuft mich jetzt Rente. Ich hoffe nur, dass keiner meine Täuschung erkennt. I got 99 problems, aber in meinem Kopf sind davon 99%, ja. Cut oder Exit. Die Zeile war gut. Die fühle ich. Ja, ich kenne sie auch, Alter. Die fühle ich. Got 99 problems, aber in meinem Kopf sind davon 99%, ja. Cut oder Exit, packe den Stress nicht. Tu so wie, keine Waffe verletzlich. Utopie, aber keiner sieht hinter die Fassade, weil meine Maske perfekt sitzt. Der Beat in den Ohren sitzt seit Stunden, doch auf dem Papier ist kein Wort. War nie zufrieden zuvor, schreib Silbe für Silbe, schon wieder von vorn. Oh, von der Unterwasserszene kommt. Bis jetzt muss ich sagen, mir gefällt das sehr, 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 sehr gut. Auch diesen Konflikt, den sie anspricht, den Struggle, den sie hat. Sehr, sehr schön bis jetzt. Sehr, sehr schön bis jetzt. Und der Song auch. Spaß, Leute. Ich bin ein Illusionist. Das sieht sick aus mit dem Nebel. Ich bin eine Illusion. Jetzt sind Zweifel und Zwiespalt wieder da. War nicht einmal zufrieden mit mir war. Ich bin ehrlich, kann mich nicht erinnern. Noch keiner hier sieht, weil ich niemandem sag. Ich hätte mir in der Hook, bin ich ehrlich, ich hätte mir in der Hook ein bisschen was Lauteres noch gewünscht. Das war mir ein bisschen zu ruhig, teilweise auch zu wenig. Einfach am Wortanteil in der Hook. Passt natürlich zum Thema Illusionist. Das Ganze war so ein bisschen.
wie soll ich sagen, Mann, vom Sound her auch so ein bisschen vernebelt und halt so mysteriös ein bisschen. Da hätte jetzt was Lautes nicht zu so einem zum Thema gepasst, ja. Aber ich hätte mir da einfach mehr in der Hook noch gewünscht, muss ich sagen. Aber ansonsten, boah, krass, wie die Adern hier rauskommen, Bruder. Crazy, alter Props. Aber ansonsten finde ich bis jetzt so die Grundatmosphäre sehr angenehm. Die Grundatmosphäre finde ich sehr, sehr angenehm vom Track. Frieden mit mir war. Ich bin ehrlich, kann mich nicht erinnern. Noch keiner hier sieht, weil ich niemandem sag. Wochenlang sitze ich am selben Text. Aber morgen, dann schmeiß ich die Hälfte weg. Frag mich wieso und weshalb und warum. Es ist immer dasselbe im Endeffekt. Ich höre und ich lese all die Meinungen. Doch am härtesten wehtut die eigene. Wenn dein Spiegel dir Das wieder ist mal true. sagt, ist es niemals genug und sie sind zu stark. Die Gedanken. True, Alter. True. True, true, true. Die härteste Meinung ist die eigene. Die eigene. Wenn dein Spiegel dir wieder mal sagt, ist es niemals genug und sie sind zu stark. Die Gedanken im Kopf und vielleicht verlässt mich der Verstand. Mich der Verstand. Es ist interessant. Alles gleich, keine neuen Gefühle. Wie geht es dir gut, ist die häufigste Lüge. Ey, ist aber wirklich so. Ich check's auch nicht, Alter. Das Schlimmste ist, also erstmal, niemand sagt, es sei denn zu den richtig guten Freunden, mir geht's dir schlecht. Man sagt immer, ja, alles gut. Aber das Schlimmste ist, wenn man sich im Club trifft. Wenn man irgendjemanden im Club trifft von seinen Homies, die jetzt nicht so die engsten Freunde sind, sondern man kennt sich, dann sieht man sich oder Leute, die man lange nicht gesehen hat, begrüßt sich und sagt, ah, alles gut. Wer sagt denn da nein? Stell dir mal vor, jemand sagt bei so einer Begrüßung oder wenn man so aneinander vorbeigeht und kurz sagt, ey, alles gut, ja, bei dir auch, okay, alles klar, ciao, Bruder. Wenn man dann sagt, nee, Bruder, Struggle, Eltern sind gestorben, alles scheiße, Freunde getrennt, ciao. Digga, dumm einfach. Die Sorge zerfetzt mich. Seit Tagen record ich die Adlibs. Für die Liste verworfener Tracks. Ich lebe es weg, wenn ein Wort nicht perfekt ist. Jeden Spielzug. Ey, das ist so schade eigentlich, weil das ist echt schade. Das ist so, so schade. Eigentlich müsste jeder Künstler alles, was er macht und was nicht 100% Trash ist, sondern wo eigentlich müsste jeder Künstler alles releasen. Zumindest auf SoundCloud oder Spotify, irgendwie so. Weil jeder Track könnte der sein, der dich bis ins Unendliche nach oben pusht. Jeder Track, auch wenn du selbst damit nicht zufrieden bist, könnte das sein, was dein Durchbruch ist. Jetzt nicht nur auf Sly bezogen, auf alle anderen Musiker auch oder Künstler allgemein. Könnte das sein, was ein Durchbruch ist. Ja? Ich habe von voll vielen Künstlern schon eine Story gehört, irgendwie. Eigentlich wollte ich den Track gar nicht releasen, weil ich den nicht so nice fand. Und das war deren Durchbruch. Das war das One-Hit-Wonder-Ding, sag ich mal, ja. So viele Leute könnten so viel größer sein, glaube ich, wenn sie einfach alles oder doppelt oder dreimal so viel releasen würden. Wie gesagt, zumindest auf Soundcloud, Spotify oder auf YouTube ein Free-Track, meinetwegen irgendwie sowas, ja. Selbst wenn du damit selbst nicht so 100% zufrieden bist, es ist extra Content und selbst wenn den Leuten nicht gefällt, okay, dann ist es ja extra Content so gesehen, ja. Deswegen alles rausballern, immer so viel wie geht. Es kann nur positiv sein, meiner Meinung nach. Ich bin ein Illusionist. Ich bin ein Illusionist. Ey, jetzt mal Real Talk, die schauspielerischen Künste von Stein im Video sind echt stark eigentlich, oder nicht? No joke, Kids, no joke. Not bad. Jetzt guck dir meine Seele, Alter. Hui. Okay. Ich bin eine Illusion. Doch, die Wasserszenen sind schon ganz cool. Natürlich nicht das Krasseste, es ist halt in sehr kurzer Zeit ein bisschen spontan entstanden. Aber trotzdem nice. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende symbolisieren sollte, dass sie sich gegen sich selbst die ganze Zeit Schach spielt und dass das so dieser Mind-Struggle ist. Sah ein bisschen für mich danach aus, Freunde. Ansonsten, Daumen oben schon da gelassen. Ihr macht das bitte auch. Wir kommen jetzt zum kleinen großen Mini-Fazit erstmal, Leute, an dieser Stelle. Muss ich sagen, ein sehr cooler Track. Wie gesagt, ich werde mal noch informieren, ob das Voting noch geht. Ich werde euch dann nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch streamen sollt. Dauerschleife. Sie kann irgendwie, ich glaube, ein bisschen Cash gewinnen. 3.000, 5.000 €. Irgendwie sowas kann sie gewinnen. Was ihr sehr, sehr krass helfen würde wegen Setup-technisch und sowas. Deswegen, ja, werde ich mich dann nochmal informieren, ob ihr noch streamen sollt, könnt, müsst. Und ansonsten, schöner Track. Wie gesagt, in der Hook hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht wäre es nicht passend zum Thema gewesen, aber für mich war das ein bisschen zu ruhig, ein bisschen zu illusionierend. Ansonsten, stabiles Musikvideo, gerade für die kurze Zeit. Und der Beat war hier für mich so schon fast das Highlight. Der Beat war wirklich schön, weil der war so unscheinbar und im Hintergrund, aber immer wenn man drauf gehört hat, habe ich mich zumindest gefreut und dachte, ey, was ein schöner Beat. Das habe ich nicht so oft in letzter Zeit, deswegen fand ich das ganz cool. Video natürlich wird eine 1A mit Sahnetorte von Jan Schulze, Bruder. Küsschen.
Und ja, ansonsten kann ich sagen, dass ich das nicht schlecht fand, Alter. Ich freue mich allgemein mehr auf mehr Stuff von Sly und wie ich es eben schon gesagt habe, hau einfach mehr raus, bitte. Hau mehr raus an alle Künstler. Auch Tracks, die ihr persönlich nicht so nice findet, ja. Aber wo ihr schon mehrere hunderte Stunden Arbeit reingesteckt habt. Haut die bitte raus. Bitte. Danke. Leute, das war's von mir. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, checkt das originale Video von Sly ab und schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer und ciao.